Menschenhandel. Ich achte mal auf diese Kerle und jag sie durch den Profiler. Dann kann ich sie für die Taten hier bloßstellen. Und diesen Ring sprengen. Mr. Pierce? Zax ist weggelaufen. Ich mache mir Sorgen. Ich wollte die Polizei anrufen, aber zuerst Sie verständigen. Nein, nein, alles gut. Er macht das manchmal. Er ist gestresst und fährt dann gerne mit dem Zug. Keine Sorge, ich weiß, wie ich ihn finde. Bitte rufen Sie an, wenn Sie etwas wissen. Wenn Sie ihn nicht finden, sollten wir die Polizei alarmieren. Das wird sich aufklären. Ehrlich. War klar, dass Jax das tut. Er ist kein Kind, der stillsitzt. Er hat viel von seinem Onkel. Jetzt sucht er seine Mutter. Wo könnte er sein? Da ist er. Okay, dann würde ich mal sagen, dann drive da mal hin. Das war jetzt ganz, ganz... Ist das schon mal aufgefallen von der Mission her? Ich fahre nur von oben nach unten. Ich weiß echt nicht, ob es euch schon aufgefallen ist. Aber wenn nicht, dann solltet ihr mal ein bisschen besser aufpassen. Halt durch, Junge. Ich komm dich holen. Warte, wie, jetzt hat er ihm gerade eine SMS geschrieben? Warum schreibt er SMS, Junge? WhatsApp ist kostenlos. Nee, immer diese alten Zeiten hier. Obwohl das Spiel eigentlich in der Zukunft spielt. Vielleicht gibt es da gar kein WhatsApp mehr. Vielleicht wurde das ja vernichtet von den ganzen großen Händlern, ne? Man weiß es nicht. Drift! Oh, jetzt hier rum. Ich wollte gerade sagen, wie, ich komme jetzt durch den Zaun nicht durch, wie so ein GTA San Andreas damals. Diese unzerstörbaren, aber doch sehr dünn aussehenden Zäune. Wo du einfach immer im Auto gegengebounced bist, das was ich immer richtig scheiße fand. Weil da war es immer so, da kommst du durch manche Zäune durch, aber auch manche überhaupt nicht. Und das war halt so richtig unrealistisch. Na komm. So, auf jeden Fall, mal gucken, wie viel Lagen nehme ich schon auf. Fast eine Stunde. Sehr, sehr gut. Fast eine Stunde. Die Zeit vergeht. Zeit vergeht. Ach Mann. Aber ich bin echt am Überlegen, ob ich jetzt wirklich noch fast 2 Stunden aufnehme. Weil so länger ich aufnehme, desto länger sind natürlich die Folgen, die dann kommen. Und rennen muss ich ja sowieso so noch heute. Weil das wird sowieso schon ein langer Abend, alleine weil ich noch rennen will. Ich weiß gar nicht, vielleicht bleibe ich heute noch länger auf, bis 6 Uhr morgens oder so. Und renne noch die ganze Zeit. Ich weiß es nur nicht. Ich werde mir noch was überlegen, dass ich auf jeden Fall noch alles so hinkriege, dass die ganze Zeit die Videos in der Woche kommen. Weil ich will ja eigentlich noch mal ganzen Thumbnails alle wieder nachholen. Weil es fehlen ja noch eine ganze Menge Thumbnails von Minecraft. Mit Watch Dogs bin ich ja bis jetzt durch und mit Trove auch. Und mit allem anderen auch schon. Es fehlt halt wirklich nur noch Minecraft. Mehr nicht, nur... Wow. Scheiße! Oh, fuck it! Alter, wie ich hier gerade sitze, ne? Ich ziehe mir den Kopf zur Seite und so, weil ich einfach nirgendwo gegenfahren will. Aber ich finde diese Krone auf dem Auto geil. Ist ein richtiges King-Case, Junge. Richtiges King-Auto. Ich bin bosshaft und der Fix. Ich glaube das selber nicht mehr so, wie ich irgendwo überall gegenfahre. Aber naja. Das sollte halt nicht so sein. Scheiße. Ich kann nicht fahren. Ich bin so GTA gewöhnt. Dass ich einfach, sobald wenn ich drücke, sofort lenke, aber hier ist so schwammig. Guck mal, warte mal, ich kann jetzt mal genau sagen. Links. Hast du gesehen? Ich drücke nach links. So richtig so. Links. Links. Er macht irgendwie so. Links. Links. Rechts. Er macht das irgendwie so. Das Auto macht das immer so richtig träge, immer so. Ich lenke dann links, dann macht er so langsam so ein Schwenker. Bei der GTA ist links, geht er sofort nach links. Rechts, links, rechts, links, rechts. Wow. Da geht er immer sofort mit das Auto und hier hast du halt immer so eine Verzögerung. Mit der kommt man am Anfang echt nicht klar. So, wie kommt. Alter, da wäre ich aber auch weggesprintet, warum immer das ganze Ding zerberstet. So, wie ist die Mission jetzt? Ich gehe nochmal zurück. Rollenvorbild. Rollenvorbild. Naja, was soll's. Mission Start. Was zum Teufel macht Jackson hier? Das ist der Racine-Van. Verdammt, er denkt, seine Mutter ist hier. Aber es gehört alles dem Mob. Nach dem Auktionsfiasko werden die Jungs schön wachsam sein. Okay. Oh Mann, ich hasse das mit den ganzen Kabelleine. Ich habe ein Mikrofonkabel hier unten hängen, ich habe ein Controllerkabel hier unten hängen und noch mein Headset-Kabel. Scheiße, ich brauche Bluetooth. Weil Bluetooth macht das alles besser.
So, gehen wir mal weiter nach vorne. Mal sagen, wir gehen jetzt erstmal hier Deckung. So, was brauche ich für diese Mission? Ganz klar, eine schallgedämpfte Waffe. Dum, 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 dum. Gib hier in Deckung. Aufpassen. Der ist markiert. Warte mal, haben wir eine Kamera, damit ich das alles genau markieren kann, wo die sind alle. Kamera, 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 Kamera. Das ist doch eindeutig eine Kamera oder was? Oder wollt ihr mich alle verarschen hier? Aber nee, 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 nee. Das ist keine Kamera. Doch, jetzt ist es auf einmal, das ist eine Kamera. Jetzt ist alles eine Kamera. Sehr gut. Markiere ich mir erstmal die ganzen Feinde hier. Damit ich alle direkt ausknipsen kann. Weil die müssen halt alle sterben. Und dann macht sich das halt so einfach am besten. Scheiße. Ich hätte schon richtig ihn Get Wrecked machen können. Den spreng ich mal. Oh. Guck mal hier. Ihn will ich killen. Warte mal, ich geh mal zu ihm. Das ist die Kamera. Warte mal, vielleicht kann ich mich erstmal hier komplett rumhacken. Damit ich mich hier erstmal ein bisschen umgucken kann, generell. Trinkautomat. Dum, 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 dum. Guck mal, wie sie alle erschreien. Oh, ein Getränkautomat. Oh, Magie. Da, da war was zum Explodieren. Komm, komm, komm. Tschüss. Ey, du solltest ihn Kameramann umbringen. Warum funktioniert das nicht wie im Film? So, ich würde sagen, ich weiß jetzt, wo die ganzen Pisskörper sind. Jetzt machen wir Get Wrecked. Jetzt gehe ich da richtig rein. Ach, du Kacke, ist das eine Menge. Ist das eine Menge oder was? Ich gehe weiter. Scheiße, wie knipse ich die alle aus? Da war gerade ein ganzer Arsch voll gerade reingerannt. Und hier, ich habe eine Idee. Ich habe echt eine geile Idee. Einfach so einen richtigen Massenkonflikt auslösen. Einfach. Bam! Schon die ersten weg. Da nochmal gleich die nächste weg. Guckt, und schon ist die Anzahl an Feinden dezimiert worden. War drastisch. Damn. Na scheiße, ein Stück hätte weiter sein müssen. Na komm, komm. Scarf ich alle weg hier. So, wer lebt er noch? Ich wollte gerade sagen, weil das Ding war noch auf dem Boden. So, wegstecken, ich bin ganz normaler Bürger. Mit Pistole. Ich sterb. Guckt euch mal an, was ich für einen Trigger habe hier. Ich will gar nicht wissen, wie oft das gerade in der Sekunde abgedrückt habe. Boah, komm, ich stirb. Sehr gut, du auch. Okay, kannst du haben. Wie, jetzt ist von alle? Das war ja richtig easy. Und natürlich, da kommen noch mehr Motherfucker. Da kommen noch mehr Motherfucker, ich glaub's nicht. Aber ich weiß ja, wie es geht. Ist ja nicht so, als wären es die ersten, die ich töte. Oh, ich hab keine Munition mehr! Yo, was geht? So, war hier noch ein zweites Auto irgendwo? Da! Oh nein! Das war mit null Munition für die Waffe, für meine Superwaffe. Das mit null Munition für meine Superwaffe. Ich glaub's nicht. Ich brauch Munition für meinen Granatwerfer. Ansonsten funktioniert hier gar nichts. Sonst funktioniert meine ganze Taktik nicht mehr. Meine Taktik ist, das Kleingemüse wegrotzen und die Großen explodieren lassen. So kurz ist meine Taktik. Sie ist sehr kurz, gebe ich zu. Und sehr simpel, aber effektiv. Warum leuchten die Gullideckel so? Aber auf jeden Fall habe ich die wieder. Und dadurch geht das immer ganz easy. Das ist die Schwupp- und Weg-Taktik. Es ist einfach. Flutsch und weg. Kann ich auch. Mensch, könnt ihr nicht leise abtreten? Wie in den Filmen. Da machen die auch immer nur weg. So, wo ist jetzt der Sohn, den wir hier rausholen müssen? Warte mal. Da lebt doch noch einer. Da lebt echt noch einer. Das glaube ich jetzt aber nicht. Du bist abgehoben, Junge. Warte, hier kommt noch mehr. Wie jetzt? Warum waren da noch welche? Doch eigentlich alle ausgeknipst. Was ist das für ein hässliches Sniper? Nämlich lieber die hier, ne? Ja, das war meine Sniper. So sieht eine Sniper aus. Aber ich nehme lieber erstmal die Waffe. Oh gut, näher Raum. Dann nehmen wir natürlich eine Schrotflinte. Eine abgehobene, schöne Schrotflinte. Schöne abgesenkte, kleine. Damit kannst du auf engen Raum richtig Damage machen. Hoffentlich. Ich bring dich in Sicherheit.
Komm mit, Jax. Komm schon. Wir gehen. Jakes Gesichtsausdruck. Was habe ich getan? Ich habe sie alle getötet. Was habe ich mir nur gedacht? So bin ich doch gar nicht. Oder? Doch. Vor allen Dingen, warum hat der Junge Angst gehabt? Lieber den Killer als Onkel als Feind. So ist jetzt so mein Ausdruck, also... Jetzt mal so ganz ehrlich, das ist doch ein bisschen verkehrte Welt, oder nicht? Naja, ist trotzdem cool, wie ich da rausgeknipst habe. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie noch so ein letzter Typ, der den Jungen irgendwie als Geisel genommen hat, den man ganz easy in Zeitlupe wegballern kann, so wie Call of Duty oder so. Aber ein bisschen was anderes kann auch mal ruhig sein, ne? Braucht ja nicht mal das Gleiche sein. Und der Ladebildschirm so schnarch. Es gibt viel, das ich dir gerne erklären würde. Es tut mir alles so leid, Jax. Es ist nicht einfach. Hör mir zu. Wenn ich es mit denen... bösen Männern aufnehme, musst du in Sicherheit sein. Das wird mir Kraft geben. Wieder Heiler? Ja, das bist du. Aber das ist nur ein Spiel. Ich warne Sie. Wenn ich nicht bald von seiner Mutter höre, rufe ich die Polizei. Also ich hätte die Bullen schon viel eher gerufen, wenn ich so ganz ehrlich bin. Handschuhfach geplündert, 117 Dollar genommen. Der plündert echt alles, was er findet. So, gehen wir erstmal auf Skill. Wie viel haben wir denn an Skillpunkten? 8 Stück. Okay, das ist eine Menge. Was haben wir hier? Pistolenexperte. Erhöht die Schussfrequenz mit halbautomatischen Pistolen. Ja, wird genommen. Erhöht die Schussfrequenz mit Schrotflinten. Brauchen wir eigentlich auch nicht, ne? Verlangsamter Fokus. Aha, ja, nehmen wir mal. So, was kann ich noch nehmen? Pyrotechnik erhöht die Tragkapazität von Sprengstoff. Kugelwiderstand reduziert den Kugel erlittenen Schaden. Brauchen wir. Brauchen wir, richtig. So, kann ich noch was nehmen? Ja, hier. So, was haben wir hier? Jamcoms. Sehr populäre App. Telefongespräche unterbrechen. Ne, so ein Anfang. Bringt Cops zum Schweigen. Ja, sehr beliebt. Wirklich. Kann ich mir vorstellen. Splittergranaten. Ist ein Sprengkörper, der bei Detonation eine... Was? Schrapnellladung abgibt. Schrapnellladung. Hab ich auch noch nie gehört. Das sind schon wieder so richtige Killer-Worte hier. Ich fahr mal kurz zum Waffenshop erstmal. Weil ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Moon, weil ansonsten komme ich echt nicht weiter. Ey, scheiße, Mann. Ich musste für deine Aktion bei den Bricks danken. Ira konnte es nicht glauben. Aber er hat es geglaubt, oder? Ja, hat er. Er ist voll stolz und so. Ich darf ihn auf keinen Fall wieder sauer machen, Mann. Verstehst du? Da ist eine Bar bei Rossi Fremont. Ich lasse etwas im Müll davor liegen. Deine Kabel. Hol sie dir. Hör mal, du hast ihn erschreckt bei der Auktion. Jetzt kommt niemand mehr ohne Erlaubnis in die oberen Etagen, mich eingeschlossen. Wir sind diskret. Ach komm, Mann. Fuck. Also warum ich gerade so ein bisschen mit der Kamera rumgeguckt habe, ich habe einfach mal die Details so ein bisschen angeguckt. Seit wann gibt es diese Waffe? Die habe ich noch nie gesehen, ganz ehrlich. Was ist denn da in... In a skate neighborhood, original camera.
So, was habe ich hier? Ach, das ist so ein Granatwerfer. Ich glaube, der ist noch ein bisschen besser. Aber erstmal brauchen wir maximal Munition. Was haben wir hier noch? Ich könnte mir natürlich jetzt irgendwelche Scheißwaffen kaufen, aber ich will natürlich nur das Beste vom Besten haben. Aber ich sehe schon, das Beste vom Besten ist arschteuer. Sehr teuer. Was? Feuerstoßrevolver. Geil. Den will ich euch auch mal ausprobieren. Warte mal, was haben wir hier noch? Oh, guckt euch mal die Sniper an. Oh, die sieht schön aus. Aber guckt euch mal diese Preise an. Wie soll man das bezahlen als vernünftiger, normaler Hacker? Da kannst du den nicht bezahlen. Da arbeitest du dich dumm und dämlich, um das abzuzahlen. So eine einfache Waffe. Das als einfacher Hacker. So, ich würde mal sagen, wir kaufen uns die Waffe nochmal. Ja. Erstmal kaufen wir uns ein paar Waffen, ne? Weil ich will ja eigentlich jede Waffe haben, aber ich glaube, bis ich da alle habe, das wird noch Ewigkeiten dauern. So, gehen wir erstmal Pistolen. Ich kaufe mir noch, glaube ich, noch. Ne, jetzt kann ich auch mal nichts mehr kaufen. Hol ich mir noch die ganz einfache, billige Waffe hier. Und mehr kann ich mir, glaube ich, auch schon gar nicht mehr leisten, ne? Ne, dann kaufe ich nur noch Munition. Gehe ich nur mal schnell auf Munition. Dann kannst du da oben. Oh Mann. So, geht gleich einfach rein. Ja, alle Munition voll. Jetzt können wir rausgehen. Jo, bis bald. So. Das Auto kaufe ich mir ganz bestimmt nicht. Da ist ja mein Schuh größer als diese Karre. So, nehmen wir mal wieder mein Auto. Zack, rein damit. So, und dann auf zur nächsten Mission. Die ist da. Down ist sie. Sehr gut, dann fahren wir gleich mal hin. Warte mal, wo war das eigentlich? Starte Online-Aufträge? Nein, Weltkarte. Achso, gibt es nur dieses beides. Wo waren das? Irgendwo habe ich doch mal gesehen, dass man irgendwie gucken kann, wie weit man schon ist generell. Aber was ich nicht weiß, ist auch egal. Und drehen. Fahren vorwärts. So. Ach man, die Musik ist auch eigentlich ganz chillig. Nur das Dumme ist, dass ich immer noch ein bisschen blöd finde bei Let's Plays. Aber generell auf YouTube, dass man einfach Musik nicht mehr laufen kann wie bei Twitch. Einfach so ein bisschen chillen, ein bisschen Musik laufen lassen. Weil ich finde die Musik gerade echt geil, die im Hintergrund läuft. Aber man darf ja leider nicht die Schnauze halten. Ich versuche es ja wenigstens so ein bisschen zu machen, dass man wenigstens ein bisschen Musik hören kann. Dafür muss ich aber die ganze Zeit dazwischen quatschen. Da könnt ihr die ganz leise im Hintergrund vielleicht auch hören. Aber ich muss halt wirklich, ich darf nicht 10 Sekunden die Fresse halten. Sobald ich 10 Sekunden die Fresse halte und die Musik läuft, gibt es einen GEMA-Strike. Und deswegen muss ich die ganze Zeit immer quatschen, wenn die Musik im Hintergrund läuft. Ich darf einfach nicht die Fresse halten. Das ist manchmal echt komisch. Das ist gerade so ein bisschen diese Improvisation hier. Aber dafür finde ich die Musik, ehrlich gesagt, einfach geil. Aber ich finde die Musik echt geil. Na, komm schon. Ja, komm. Geht doch. Aber ich finde es ein bisschen blöd. Also, ganz ehrlich, ich muss ehrlich sagen, also lieber habe ich die Musik so ein bisschen im Hintergrund laufen und überquatsch die einfach, statt komplett auszumachen. Weil das ist einfach wirklich so. Aber ich finde die Musik geil. Am liebsten würde ich auch kurz mal die Fresse halten, die ehrlich gesagt mal echt geben, einfach mal. So richtig schön anhören, aber das kann ich leider nicht. Sonst gibt es ja einen Strike. So, jetzt ist die Musik sowieso weg. Jetzt gehen wir hier mal rein. Was geht? Ja. Aber die Musik ist wahrscheinlich auch immer geschützt, die gerade läuft. Die muss ich auch ein bisschen überquatschen. Dum, 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 dum. Immer dasselbe. Das ist wie Goa hier gerade. Dum, 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 dum.